Hallo und herzlich willkommen zu meiner Lieblingsepisode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute blicke ich mit euch zurück auf mein Lesejahr 2023 mit Tops und Flops, Statistiken. Wir machen außerdem einen Ausblick auf das Lesejahr 2024 mit meinen Lesevorsätzen und es gibt wie immer ganz zum Schluss dieser Episode noch eine Auswahl an Versprechern des Jahres. Ganz viel Spaß damit, ich weiß, ich werde ihn haben. Traditionell beginnen wir mit den Statistiken. Die beliebteste Episode dieses Jahr war der Lesemonat Januar 2023 mit 341 Downloads, gefolgt von meinem Lesejahr 2022 mit 337 Downloads und den 12 für 2023 mit 307 Downloads. Ich habe euch alle diese drei beliebtesten Folgen auch nochmal in meiner Episodenbeschreibung verlinkt. Wenn ihr auf meine Webseite buicherreich.net geht, dann könnt ihr das sehen und euch durchklicken. Insgesamt wurden meine Folgen jetzt mittlerweile 84.389 Mal angehört. Das ist allerdings so eine sich summierende Summe tatsächlich. 2022 war der Status bei 75.590, also sind fast 800 Downloads mit dazugekommen. Das sind 733 pro Monat. Das umfasst also auch alle alten Episoden. Ist insgesamt echt der Hammer für mich, obwohl man sagen muss, dass die 2023er Downloads circa ein Drittel weniger waren als die 2022er Downloads. Also was ist da los, Leute? Trotzdem vielen, vielen Dank fürs fleißige und auch nachträgliche Hören. Wie viele Bücher habe ich 2023 gelesen? Unfassbare 117 Stück mit insgesamt 48.137 Seiten. Im Schnitt sind das 411 Seiten pro Buch und 9,75 Bücher pro Monat mit 132 Seiten pro Tag. Das sind insgesamt 16 Bücher und 3.319 Seiten mehr als im Vorjahr, auch wenn das Durchschnittsbuch 2022 um je ca. 30 Seiten dicker war. Also ich habe 2022 weniger, dafür aber längere Bücher gelesen, aber insgesamt sind es dann doch 3.300 Seiten mehr als im Vorjahr. Für 2024 nehme ich mir wieder vor, um die 100 Bücher insgesamt zu lesen. Ich bin über alles happy, was darüber hinaus noch möglich sein sollte, aber nehme ich mir jetzt nicht explizit vor, denn ja, das ist ein totaler Ausreißer, ehrlich gesagt. Noch ein paar mehr Details. Die Bücher teilen sich auf 56 Hörbücher, das sind fast 48%. Im Vorjahr waren es 47 Stück mit 46,5%. Ein E-Book habe ich dieses Jahr nur gelesen, das ist 0,9%. Im Vorjahr waren es 11 Stück, also 10,9%. Und 60 klassische Bücher habe ich gelesen, das sind 51,3% dieses Jahr und im Vorjahr waren es 43 Stück und somit 42,6%. 29 Bücher und Hörbücher im Jahr 2023 waren Rezensionsexemplare, das sind 24,8%, im Vorjahr waren es 38 Stück und somit 37,6%, ist also ein bisschen rückläufig. Ich hatte zwar 2023 13 Leserunden, aber nur noch ein Drittel so viel wie im Vorjahr, nämlich 11,1%, im Vorjahr waren es 34 Stück und somit 33,7%. Fremdsprachig waren leider nur 3 der gelesenen Bücher oder Hörbücher, was 2,6% ausmacht. Immerhin 20, also ca. 17,1% meiner gelesenen Titel waren aus der Bibliothek haptisch oder digital ausgeliehen. Habe ich also gut genutzt dieses Jahr. Und knapp 70% der gelesenen Titel waren Reihentitel. Das ist eine neue Statistik, habe ich mir jetzt dieses Jahr mal mitgetrackt. 35% der Reihentitel waren ein Reihenbeginn, 46% waren eine Reihenmitte und 19% Reihenabschlüsse. 73,5% meiner gelesenen Titel waren von Autorinnen, 23% von Autoren und 3,5% gemischt. 30% der Bücher, die ich 2023 gelesen habe, waren auch frisch 2023 erschienen und 36% aus dem Jahr 2022 sowie 10% aus dem Jahr 2021. Ich habe also relativ aktuell gelesen. Der lesereichste Monat nach Anzahl war mit Abstand der Mai 2023 mit 14 beendeten Titeln. Mit 7 beendeten Büchern war der April der am wenigsten lesereichste Monat. Kann sein, dass ich da einige rübergenommen habe. Und von der gelesenen Seitenzahl her war ebenfalls der Mai mit 5.667 Seiten Vorreiter, gefolgt vom August mit 4.891 gelesenen Seiten. Welche Leseziele 2023 habe ich denn erreicht? Ich hatte ja Subabbauziele und die habe ich wieder mal nur teilweise erreicht. Meine Ziele lauteten, bei den Büchern wollte ich auf maximal 75 ungelesene Bücher bis Ende des Jahres kommen und bei den Hörbüchern wollte ich wieder auf 85 ungehörte Hörbücher runterkommen. Das war auch das Ziel aus dem Jahr 2022 tatsächlich, habe ich mir auf Wiedervorlage gelegt sozusagen. Ich hatte nämlich zum 31.12.2022 einen Sub von 102 Büchern, 100 Hörbüchern und 97 E-Books, insgesamt 299. Und mein aktueller Substand am 31.12.2023 liegt bei 158 Büchern, 74 Hörbüchern und 9
71 E-Books, insgesamt 329, also insgesamt 30 Stück mehr, größtenteils bei den Büchern, bei den Hörbüchern bin ich ganz schon runtergekommen. E-Books sind pari. Das lag daran, dass ich mir weiterhin bei der Bestellung neuer Bücher keine Grenzen gesetzt habe. Somit habe ich 56 Bücher auf dem Sub hinzubekommen, obwohl ich ganz viel gelesen habe. Dafür aber 26 Hörbücher abgebaut und bei den E-Books bin ich, wie gesagt, pari geblieben. Wir kommen dann nachher zu meinen Vorsätzen für 2024. Jetzt aber noch die Rückbetrachtung. Von den 12 Büchern für 2023 habe ich alle gelesen oder gehört. Die Subsenioren habe ich ebenfalls alle gelesen oder zumindest ausgiebig angelesen und aussortiert. Und beim Projekt AutorInnenlesen bin ich mal wieder auf ganzer Linie gescheitert. Ich hatte mir Anne Freitag ja sozusagen auf Wiedervorlage gelegt, das zweite Jahr in Folge versucht, von ihr Sachen zu lesen, habe es aber nur geschafft, sage und schreibe ein Buch von ihr zu lesen. Ja, schade Schokolade. Von den Reihen, die ich 2023 beenden oder weiterlesen wollte, habe ich dieses Jahr von 12 geplanten 6 beendet und 2 zumindest begonnen. 4 sind aber liegen geblieben und diese 4 und die 2 angefangenen Reihen habe ich mir weiterhin für 2024 vorgenommen. 2023 habe ich bei der Jahreschallenge aus dem Lesegarten mitgemacht. Das hattet ihr ja mitbekommen, dass man dort verschiedene Länder und auch Bundesländer oder US-Bundesstaaten erlesen sollte. Und dort habe ich insgesamt 19 Länder erlesen und 25 Bundesländer oder Bundesstaaten, womit ich auch zufrieden bin. Meine Lesevorsätze 2024 leiten sich aus den teilweise nicht geschafften Zielen von 2023 ab. Folgende Ziele setze ich mir nämlich. Natürlich wieder an erster Stelle Subabbau. Leute, ich wohne in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gemeinsam mit meinem Freund und es ist kein Platz. Die Bücherregale platzen aus allen Nähten. Das ist bei mittlerweile fast 160 haptischen Büchern auch gar kein Wunder mehr. Es wäre jetzt sehr, sehr ambitioniert zu sagen, ich möchte gerne bei den Büchern radikal reduzieren und möchte maximal 100 ungelesene Bücher nachher haben. Für mich ist es realistischer, maximal 125 ungelesene Bücher am Ende des Jahres zu haben. Und wenn das erreicht ist, werde ich auf jeden Fall glücklich sein. Wenn ich irgendwo dazwischen rauskomme, bin ich auch total happy. Also alles, was mehr geht, geht immer. Aber maximal 125 ungelesene Bücher setze ich mir als neues Ziel. Bei den E-Books und Hörbüchern, die ja beide digital sind, bin ich da deutlich entspannter. Ich habe mich auch gefreut, dass ich ganz viele Hörbücher auch vom Sub erlöst habe, 2023. Und deswegen setze ich mir hier das Ziel für 2024 auf 50 ungehörte Hörbücher zu reduzieren. Aber ich werde dabei weiterhin an der einen oder anderen Stelle meinen haptischen Sub reduzieren, indem ich bei der Bibliothek die Hörbuchvariante ausleihe und sie dann höre, anstatt das Buch vom Sub zu lesen. Das hat Ende 2023 hervorragend geklappt und sollte dann helfen, mein haptisches Subziel zu erreichen. Also wenn ich da nicht auf 50 ungehörte Hörbücher komme, dann das hast du sozusagen Prio 2, wenn man so möchte. Wäre also nicht so schlimm. Dann habe ich mir vorgenommen, weiterhin meinen Sub relativ jung zu halten, jedenfalls meinen haptischen, und habe mir deswegen wieder 6 Subsenioren rausgesucht. Das sind die 6 ältesten haptischen Titel und das sind Fluch der 7 Seelen aus der All the Stars im Tief-Reihe von Adeline Grace, Wie man einen Lord gewinnt aus der Regency Romantics-Reihe von Martha Waters, City of Burning Wings, Die Aschekriegerin von Lily S. Morgan, Taras Augen von Katharina Bendixson, American Crown, Beatrice and Theodore aus der American Royals-Reihe von Catherine McGee und Die Gilde der Schatten von Nicole Gosdeck. Wenn ihr dazu genaueres hören wollt, ich habe dazu eine separate Folge aufgenommen, in der ich sowohl die Subsenioren als auch die 12 für 2024 vorstelle. Die könnt ihr euch gerne nochmal detailliert anhören. Dort habe ich nochmal die Klappentexte auch vorgelesen zu den einzelnen Titeln. Dann werde ich das Projekt AutorInnenlesen erstmal einstampfen für 2024. Es kommt einfach nicht voran und es liegt daran, dass es komplett gegenläufig ist zum mir wichtigsten Projekt des Subabbaus. Und das habe ich jetzt einfach die letzten 2 Jahre nacheinander feststellen müssen, weil ich dort ja, wie gesagt, alles von Anne Freitag lesen wollte und es dann insgesamt auf einen Titel von ihr geschafft habe überhaupt. Es macht mir grundsätzlich total viel Spaß, das Projekt, aber wie gesagt, es hat einfach nicht die höchste Prio und es fällt daher immer als erstes hinten über. Deswegen mache ich mir jetzt für 2024 den Stress nicht und gucke dann für 2025 nochmal, wenn mein Sub hoffentlich ein bisschen abgebaut ist und ich ein besseres Gewissen haben kann, wenn ich zu Titeln greife, die halt noch nicht auf dem Sub liegen, dann widme ich mich eventuell wieder diesem Projekt, aber für 2024 nicht. Dann kommen noch die Reihen, die ich 2024 beenden oder weiterlesen möchte. Wie schon bereits erwähnt, sind das 4 Reihen, die schon ewig quasi auf dieser Reihenliste stehen und 2, die ich 2023 angefangen habe und die ich dann weiterlesen möchte. Und das sind einmal die Outlander-Reihe von Diana Gabaldon ab Band 8, die Harry Hole-Reihe von Joe Nesbo ab Band 1, ich habe Band 3 bereits gelesen, aber alle anderen nicht, The Diviners von Libba Bray ab Band 2, David Hunter von Simon Beckett ab Band 2 und dann die neueren, die Wayfarers-Reihe von Becky Chambers ab Band 3 und die Red Rising-Reihe von Pierce Brown ab Band 2. Kann natürlich sein, dass innerhalb des neuen Jahres 1 bis 2 neue Reihen da ebenfalls noch mit drauf wandern, aber ich möchte mir auch nicht wahnsinnig viel vornehmen. Deswegen bleibt es erstmal bei den 6. Bei den privaten Subabbau-Challenge, die ich im Lesegarten mit betreue, gibt es 2024 keine Jahreschallenge. Daher werde ich, wann immer ich Lust habe, bei den Monatschallenges mitmachen und einige ja auch betreuen oder leiten. Also wer Lust hat, zusammen in Teams zu lesen und sich auszutauschen, also sich dem Forum anzuschließen, ist herzlich willkommen. Einfach mal Lesegarten eingeben, dann findet ihr uns schon. Genau, da mache ich dann einfach bei den Monatschallenges mit. Und dann haben wir noch
noch die 12 für 24. 29 von euch haben abgestimmt, welche Bücher von meinen Stapel ungelesener Bücher, Hörbücher, E-Books ich lesen soll. Wenn ihr die dazugehörige Episode, in denen ich die Titel im Detail vorstelle, nochmal anhören möchtet, habe ich ja schon Bescheid gesagt, gibt es bei bücherreich.net in dieser Episodenbeschreibung eine Verlinkung oder sonst einfach 12 für 2024 suchen, dann findet ihr die nochmal im Detail vorgestellt. Es waren auf jeden Fall 12 Titel und ein Bonustitel quasi, und zwar Iron Flame, Fourth Wing 2 von Rebecca Yarros, Stalking Jack the Ripper von Carrie Maniscalco, Kalte Asche, David Hunter 2 von Simon Beckett, Book Lovers, Die Liebe steckt zwischen den Zeilen von Emily Henry, Spanish Love Deception, Manchmal führt die halbe Wahrheit zur ganz großen Liebe von Elena Armas, Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe von Ellie Hazelwood, Nullzeit von Julie C., Magie und Milchschaum von Travis Baldry, The Unhoneymooners von Christina Lauren, Today I Talk to Him von Bianca Wege, Once Upon a Broken Heart von Stephanie Garber, Zorn und Morgenröte von René Adil und der Bonustitel Das irrationale Vorkommnis der Liebe von Ellie Hazelwood. So, das sind nun auch nicht wenige Lesevorhaben, die ich mir dafür 2024 gesetzt habe, aber ich denke, es ist machbar und habe die letzten Jahre ja auch schon einige Sachen davon geschafft und bin auch schon sehr motiviert. Also mich motivieren tatsächlich solche Vorhaben mehr, als dass sie mich abschrecken. Und der ein oder andere Titel von diesen diversen Lesevorhaben ist vielleicht auch schon auf meiner Januar-Leseliste gelandet. Jetzt aber erstmal zu meinen Flops 2023. Was ich gelesen habe und wirklich, wirklich schlecht fand. Der erste Titel, den ich hier nennen muss, ist Red Sparrow von Jason Matthews. Es war ein feuchter Jungstraum über eine russische Spionin. Ganz furchtbar. Sexistisch, obwohl es in der Jetztzeit spielt und der Autor selber, wie gesagt, ich glaube, das war sein feuchter Jungstraum. Ich habe keine Ahnung. Sehr, sehr merkwürdig. Alle sind sehr, sehr blass geblieben und die Frau, die gezeichnet wurde, wurde zwar super, super gut gezeichnet an sich und war auch eine super interessante Persönlichkeit, total intelligent und so weiter und so fort, aber ja, wurde nicht nur von ihrem Umfeld, sondern eben auch vom Autor irgendwie gefühlt sehr sexistisch beschrieben. Hat mir gar nicht gefallen. Die Stunde, in der ich zu glauben begann, von Wally Lamp ebenfalls nicht. Ein alter weißer Mann beschreibt die Gefühle seiner Frau nach dem Attentat von Columbine. Sie war Lehrerin einer Schule, er hat auch in der Schule gearbeitet, war an dem entscheidenden Tag allerdings nicht da und sie hat das Attentat überlebt oder den Amoklauf, in dem sie sich in einem Schrank versteckt hat, hat dann aber ein posttraumatisches Stresssyndrom entwickelt und ist komplett auf die schiefe Bahn geraten mit Drogen und Knast, und er erzählt jetzt, was sie für Gefühle hat und begibt sich dann in seine Ahnenforschung, also nicht von ihrer Familie, sondern von seiner Familie, weil er ein komplett egozentrierter Charakter war. Die Ehe zwischen den beiden kriselt, beide gehen fremd und es ist einfach, also ja, er betrügt sie schlussendlich, als sie im Knast. Also ich habe das nicht verstanden. Ich glaube, ich habe das einfach nicht verstanden oder ich fand es auch einfach irgendwie uninteressant, das aus seiner Sicht zu lesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dass er da so drunter leidet, da habe ich gedacht, ja, nee, ist klar. Also, fand ich nicht gut. Dann das Spiel von Christina Kuhn. Ich hatte alle, ich glaube, fünf Bücher, Hörbücher davon hatte ich auf dem Sub. Hab das erste gehört und dachte, was ist das denn für ein übertriebenes Jugend-Mystery-Hörspiel oder Hörbuch. Das Blut gefriert den Leuten dort permanent in den Adern. Jedes kleinste Geräusch ist eigentlich das und das und es ist einfach Geheimnisse über Geheimnisse über Geheimnisse. Dermaßen miteinander verschwurbelt, dass man überhaupt nicht mehr durchsteigt und das auch, also alles ist mysteriös, alles ist bedrohlich. Zu viel Drama. Zu viel Drama und auch ein bisschen, ja, einfach over the top. Hat mir nicht gut gefallen. Dann leider die Reihen The Wolves of Mercy Falls und der Raven Cycle, inklusive der Dreamer Trilogie eigentlich auch, von Maggie Stiefwater. Dieses Jahr war wirklich das Jahr von Maggie Stiefwater für mich, weil ich habe super viele Sachen von ihr gelesen und ich muss sagen, das wenigste davon habe ich wirklich gemocht. The Wolves of Mercy Falls fand ich noch schlimmer als den Raven Cycle. Dort geht es um Werwölfe und Teenies und die Werwölfe fangen an, auch ich sag mal, zwischen den Menschen zu wildern, sollen dann in ein Reservat abgeschoben werden und das wollen die Jugendlichen verhindern, weil sie ja wissen, dass dahinter echte Personen stehen sozusagen, dass Werwölfe sind und keine Wölfe. Und es ist sehr viel Romantik mit irgendwie Wolfsatem und keine Ahnung was. Also war überhaupt nicht meins. Irgendwie waren auch alle Charaktere total blass. Raven Cycle, Charaktere waren deutlich besser, aber es war auch sehr atmosphärisch grundsätzlich, aber da geht es halt um eine Stadt, die auf Leylinien gebaut ist, also die halt so ein bisschen magischen Aspekt irgendwie auch hat. Es geht um ganz besondere Jungs aus so einer Privatschule sozusagen und um eine Wahrsagertochter, die mit denen zusammen dann irgendwann abhängt. Und der Anführer dieser jungen Clique ist auf der Suche nach einem sagenumwobenen keltischen König oder irgendwie sowas. Und der liegt auch irgendwo in den Bergen dort, wo sie halt in Amerika sind. Nee, also es war wirklich so wie so ein Fiebertraum erzählt eigentlich. Also wenig zusammenhängend, wenig sinnvoll, wenig übergreifende Handlung, roter Faden, war leider auch gar nicht meins. Dann habe ich noch Die Königin der Hölle von Carrie Maniscalco als Flop 2023
2021. Das ist der zweite Teil aus der Kingdom of the Wicked-Reihe. Und ich hoffe, 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 dass Stalking Jack the Ripper und so weiter eine bessere Reihe wird. Hab da aber auch schon sehr gemischte Sachen zugehört mittlerweile. Königin der Hölle, zweiter Band. Es spielt in einer kalten Hölle. Also ich kann euch heute noch nicht sagen, was wir genau dort als Handlung hatten. Wir hatten nämlich keine. Also es geht eigentlich, so fängt auch der erste Band an, den ich noch mittelgut fand, geht es um eine junge Italienerin, die ihre Zwillingsschwester an einen, ja, wie so eine Art Ritualmord verliert. Und sie selber ist auch eine Hexe tatsächlich und hat das von ihrer Oma mitbekommen. So diverse Schutzzauber und so weiter und so fort, weil es halt Dämonen gibt und vor denen muss man sich schützen. Und dann fängt die Protagonistin halt an zu ermitteln, wer hat jetzt meine Zwillingsschwester umgebracht und findet halt heraus, dass die Zwillingsschwester durchaus auch in so dunkle Magie verwickelt war und muss dann mit einem Fürsten der Hölle zusammenarbeiten. Und im zweiten Band ist es dann so, dass sie halt ja nicht wirklich mit ihren Ermittlungen vorankommt. Es gibt dann sozusagen mehr sexuelle Anziehung zwischen den beiden Protagonisten quasi. Aber es passiert einfach nichts. Und es ist auch teilweise super unlogisch gewesen. Also, nee, war leider gar nicht meins. Das waren so die, ich sag mal, schlimmsten Flops des Jahres 2023. Meine Tops waren aber folgende. Erstmal Fourth Wing von Rebecca Yarros. Ein echter, dicker Schinken, den man aber total schnell durchfliegt. Es ist das Rad nicht neu erfunden, aber es war eine echt gute Fantasy-Geschichte mit nach hinten raus ziemlich spicy Szenen, also Romantasy wahrscheinlich eher. Und auch wenn es mir zum Schluss ein bisschen ins Kitschige abgeglitten ist, hat es doch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es geht um Drachen, es ist eine witzige Dynamik zwischen den Drachen und der Protagonistin. Die Charaktere sind alle toll ausgearbeitet, man fiebert richtig mit. Die Weltentwicklung ist gut beschrieben, man kommt ziemlich gut klar tatsächlich. Wie gesagt, es gibt so kleinere Abstriche, aber insgesamt fand ich Fourth Wing richtig gut und würde das gerne euch allen ans Herz legen. Dann fand ich richtig gut Lore Olympus von Rachel Smith oder Smythe. Das ist ein Webcomic, der als gebundenes Buch quasi jetzt rausgekommen ist. Und da gibt es auch schon einige Bände von mittlerweile. Aber den allerersten fand ich echt am besten, denn es geht hier um die Sage von Persephone und Hades, die quasi neu interpretiert wird mit sehr farbenfrohen Comics und einer tollen Storyline, die Persephone ist auch irgendwie so richtig niedlich süß, also so ganz unbedarft, weil die halt noch sehr jung war tatsächlich. Und Hades ist halt so eigentlich der Grumpy in dem Sunshine-Mix. Bisschen was älter natürlich und Gott der Unterwelt. Also insgesamt jetzt schon kein Frohgemut, sag ich jetzt mal. Und die beiden sind einfach total niedlich zusammen und auch so die Dynamik zwischen den beiden und so ist echt gut. Man lernt auch noch ein bisschen was links und rechts, weil man dann doch ein paar Sachen vielleicht auch googelt. So, okay, wer war das jetzt? Und es kommen noch die anderen Götter und so weiter mit vor und es ist ganz locker halt ein Retelling. Aus der Roman-Schiene fand ich zwei Titel sehr, sehr gut, und zwar Ein fast perfekter Liebesroman und Kein Weihnachten ohne Liebesroman von Lissa K. Adams. Sind beide aus der Secret Book Club-Reihe. Einmal der erste Band, einmal der fünfte Band. Also quasi alle, die im Sandwich waren, fand ich jetzt nicht so toll, aber die Sandwich-Toasties, die fand ich gut. Und zwar Ein fast perfekter Liebesroman, da geht es um einen Profisportler, der seine Ehe retten möchte. Er hat zwei Töchter mit seiner Frau. Die sind relativ schnell entstanden sozusagen. Und das heißt, die beiden hatten gar nicht so richtig viel Zeit, ihre Beziehung zu festigen, bevor halt die Kinder schon kamen. Und jetzt ist sie kurz davor, sich zu trennen und er will sie halt zurückerobern. Und das macht er ganz, ganz toll, indem er halt einem Buchclub für Männer beitritt, die Liebesromane lesen, um ihr Liebesleben zu verbessern. Ein weiteres Mitglied dieses Buchclubs ist dann nachher der Protagonist aus Kein Weihnachten ohne Liebesroman, der ein berühmter Country-Sänger ist, aber ja, seit langer Zeit nicht mehr von der Muse geküsst wurde. Dann von einem One-Night-Stand, den er nicht aus seinem Kopf kriegt, kontaktiert wird, um für deren Familienunternehmen, ein Whisky-Unternehmen quasi Werbung zu machen. Und er, ja, lässt sie mal kommen, ne? Also mal gucken, was sie so anbietet, und sie hat ganz andere Probleme und auch eine ganz furchtbare Familie, und ja, die beiden kommen sich dann näher und das ist auch ein sehr schöner Weihnachtsroman. Dann fand ich auch richtig gut Das neunte Haus von Lieber Dugung. Das war ein Rezensionsexemplar, habe ich als Hörbuch gehört und das fand ich richtig, richtig gut. Es ist ein sehr düsterer Roman, es ist ein bisschen Dark Academia. Es geht um eine, ja, nicht ganz standesgemäße Protagonistin, die aber an einer Elite-Universität angenommen wird, weil sie ganz besondere magische Fähigkeiten hat, und das ist aber alles sehr, sehr, ja, wie gesagt, sehr düstere Magie sozusagen, also eher so Knochen Magie oder Eingeweide-Magie, sage ich jetzt mal, als jetzt das schöne ich zauber mir mal Kartoffelbrei herbei. Ja, es ist einfach eine total spannende Buchreihe, wie sie so ihren Weg geht, wie sie sich entwickelt von irgendwelchen Mordfällen und Dämonenbelagerungen auf dem Campus sozusagen. Also es hat immer noch so einen kleinen Krimi-Plot, mehr oder weniger, und es ist großartig gewesen. Was ich auch empfehlen kann, ist Am Ende sterben wir sowieso von Adam Silvera. Ist ein bisschen ähnlich zu Stadt der Liebe von David Benioff, so vom Vibe her. Es geht nämlich darum, dass in einer unbekannten Zukunft
Zukunft die Leute einen Anruf bekommen an dem Tag, an dem sie sterben werden. Und es wird ihnen gesagt, heute ist der Tag, an dem du sterben wirst. Viel Spaß, danke, tschüss. Diese Prognose schlägt nie fehl. Also es passiert auch wirklich immer an dem Tag. Und die Leute gehen ganz unterschiedlich damit um. Manche verkriechen sich, manche leben nochmal das Leben in allen Zügen aus sozusagen. Und wir begleiten hier zwei Protagonisten, die diesen unfassbar schlimmen Anruf bekommen und die dann sich verabschieden, die verschiedene Dinge nochmal ausprobieren und am Ende sterben sie tatsächlich. Aber es ist wirklich ein sehr schönes Buch auch darüber, wie man sein Leben leben möchte und sollte. Noch ein Titel aus dem Romance-Bereich, den ich sehr gerne gelesen habe, war It Happened One Summer von Tessa Bailey, ebenfalls ein Rezensionsexemplar, was ich als Hörbuch gehört habe. Dort geht es um ein kleines Fischerdorf sozusagen und um zwei Schwestern, die ihre große Liebe finden. Den zweiten Band fand ich nicht so prickelnd, aber den ersten fand ich irgendwie richtig gut, was mich selber gewundert hat, denn es startet damit, dass wir die Protagonistin kennenlernen und die stellt sich einfach nur richtig dämlich an, also so richtig, sorry, Paris Hilton dämlich, von damals jedenfalls. Sie wächst einem aber komplett ans Herz und man merkt dann nach und nach auch, dass sie nicht so dumm ist, wie sie wirklich gewirkt hat in den ersten paar Minuten. Und das ist auch so ein Grumpy meets Sunshine, es ist ziemlich spicy, also werden sehr explizite Sexszenen auch geschildert, aber ich mochte es sehr, sehr gerne tatsächlich, ja, weil die beiden auch viel miteinander geredet haben und gar nicht so viel irgendwie aufkam mit Missverständnissen oder so, was mir langsam aus der Nase raushängt. Deswegen fand ich das ziemlich gut. Wo ich mich auch drüber sehr gefreut habe, war, dass es dieses Jahr zwei Zimt-Nachfolgebände gab, und zwar Zimt zwischen den Welten geküsst und Zimt für immer von Magie berührt von Dagmar Bach. Die habe ich beide als Rezensionsexemplar gehört und bin total traurig, dass die Reihe vorbei ist, aber ich hatte auch eine so gute Zeit damit, sowohl mit Zimt als auch mit Glück und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, da mitgenommen zu werden auf dieses Abenteuer. Das ist halt so eine, ja, ich sag mal eher Kinder-Jugendbuchreihe, die realistisch ist, bis auf einen kleinen magischen Aspekt immer. In diesem Fall ist es eine Art von Parallelweltsprüngen, die die Protagonistin eben macht. Das heißt, sie lernt sich selber in unterschiedlichen Welten kennen und das ist so ein bisschen, was wäre wenn? Also, wenn sie jetzt im Schwimmverein geblieben wäre, wie wäre sie dann als Person? Was hätte sie für Freunde? Was hätte sie für, ja, vielleicht auch familiäre Konstellationen und so weiter und so fort. Gleichzeitig gibt es auch einen bösen Widersacher, der bekämpft werden muss und eine große Bedrohung, die abgewendet werden muss. Und es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es ist super humorvoll. Genau mein Humor wirklich. Und ich werde alles weiter verfolgen, was Dagmar Bach in der Zukunft so schreiben wird. Eher unüblich für mich, aber auch sehr gern gelesen, war Stay Away from Gretchen von Susanne Abel. Das hat meine Mutter mir ausgeliehen und es geht um einen, ja eigentlich größtenteils um eine Frau, die Demenz jetzt hat und um ihre Kindheit und Jugend und vor allen Dingen, ja, als junge Frau sozusagen, gibt es da ein Geheimnis, was sie hütet und ihr Sohn ist ein berühmter Nachrichtensprecher und muss jetzt auch damit ein bisschen umgehen, lernen, wie er mit seiner demenzkranken Mutter verfährt, denn er war bisher dann doch auch ein kleines bisschen verhätschelt, sage ich jetzt mal. Gleichzeitig aber auch war seine Mutter eigentlich immer nicht so die wärmste Person und hat quasi ihr Trauma auch so ein bisschen auf ihn weitergegeben. Darum ging es eben auch in dem Buch. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, es gibt dazu noch Nachfolgebände und so weiter und so fort. Möchte ich auf gar keinen Fall lesen, weil ich fand, das Buch war so jetzt perfekt. Jetzt noch was anderes dann hinterher zu schieben und nochmal irgendwie die Geschichte aus anderen Perspektiven nochmal erzählt zu bekommen oder bestimmte Aspekte davon, möchte ich mir ehrlich gesagt nicht antun. Und das letzte Buch, was ich euch richtig ans Herz legen kann, ist Der Hexenzirkel ihrer Majestät, die falsche Schwester von Juno Dawson. Das ist jetzt der zweite Band von einer Reihe. Der erste war noch nicht so gut wie der zweite, wie ich fand, aber auch der war empfehlenswert, also schnappt euch bitte die Reihe. Da geht es um vier erwachsene Hexen und ihre sehr realen Probleme. Also es ist schon ein magisches Element mit dabei, schlussendlich, aber sie leben in der realen Welt, nämlich in Manchester. Dort ist es dann so, es gibt ein Kind, was quasi die Ankunft des Teufels vorhersagt durch seine Erscheinung, durch seine Anwesenheit. Und die vier gehen ganz unterschiedlich damit um und sind auch in ganz unterschiedlichen Situationen in ihrem Leben, alle so um die 30, Mitte 30. Und das war einfach sehr, sehr gut. Es ist sehr gesellschaftskritisch irgendwo auch, total spannend, mit wechselnden Perspektiven. Also das muss man auch so ein bisschen mögen sicherlich, dass man halt nicht lange bei einer Person bleibt, sondern immer mal wieder so ein bisschen springt. Das war super spannend gemacht und mit einem Plot-Twist am Ende des ersten Bands, den ich null kommen sehen habe. Ich war einfach geflasht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, deswegen lege ich euch das auch hier mit ans Herz. Es geht auch viel um Geschlechteridentität und Transsein. Und dann möchte ich euch noch von ein paar Neuerscheinungen erzählen, die 2024 herauskommen und die ich gar nicht abwarten kann, dass sie kommen. Und das folgt ganz locker dem Erscheinungsdatum und ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber wahrscheinlich kommt auch im Laufe des Jahres noch diverse Sachen dazu. Und zwar freue ich mich als erstes auf Dead Silence von S.A. Barnes. Das ist ein Rezensionsexemplar, was ich zugeschickt bekomme. Nur noch wenige Tage, dann wird Claire Kowalik gefeuert. Sie und ihre Crew reparieren Relaisstationen im Sonnensystem, doch eine neue Kommunikation
Kommunikationstechnik macht diese bald obsolet. Bei ihrem letzten Einsatz fangen sie ein Notsignal auf, das von weit jenseits der Pluto-Bahn kommt. Was sie dort entdecken, raubt ihnen den Atem. Es ist die Aurora, das größte Luxusraumschiff aller Zeiten, das vor über 20 Jahren auf seinem Jungfernflug verschwand. Wenn Claire und ihre Crew das Wrack bergen können, haben sie ausgesorgt. Doch im Innern der Aurora bietet sich ihnen ein Bild des Grauens. Verstümmelte Leichen in blutgeschriebene Botschaften, ein Flüstern im Dunkel. Was immer die Aurora angegriffen hat, es ist noch an Bord. Hört sich doch voll gruselig an, oder? Science Fiction und Grusel. Lovelight Farms, Blütenzauber von B.K. Borison. Evelyn ist nicht die Frau, die man vergisst. Nach einem unglaublichen Wochenende in Maine erkennt Beckett die attraktive Frau sofort wieder, als sie ihm auf Lovelight Farms gegenübersteht. Der junge Farmer hatte keine Ahnung, dass sie eigentlich eine bekannte Social-Media-Influencerin ist. Aber Evelyn St. James braucht eine Pause von ihrer Online-Karriere. Auf Lovelight Farms möchte sie Kraft tanken und herausfinden, was sie wirklich glücklich macht. Dass sie dabei Unterschlupf bei dem verschlossenen Beckett findet, hat sie nicht geahnt. Auch nicht, dass ein schroffer, tätowierter Farmer so hinreißend sein kann. Achtsam morden durch bewusste Ernährung von Carsten Düss. Das ist auch ein Rezensionsexemplar, was ich schon bekommen habe. Dank Achtsamkeit hat Björn Diemel seine Mitte gefunden. Seine Problemzonen sind nun allerdings die Ränder seines Körpers, die sich immer weiter von dieser Mitte entfernen. Björn erkennt, dass in sich ruhen und Mangel an Bewegung zwei grundverschiedene Dinge sind. Als Unbekannter versuchen, Björns Tochter zu entführen, gelingt es ihm aufgrund seiner Körperfülle nur mit Mühe, die Täter in die Flucht zu schlagen. Also lässt Björn sich von Joschka Breitner in Bezug auf die Grundsätze bewusster Ernährung coachen. Er taucht ein in die faszinierende Welt des Heilfastens und der Ernährungsbausteine. Noch ahnt Björn nicht, wie wunderbar sich Ernährung, Entspannung und das Auflösen von Gewaltfantasien miteinander kombinieren lassen. Finde ich, hört sich wieder sehr lustig an. Du hast mich voll erwischt von Annabelle. Im humorvollen Liebesroman Du hast mich voll erwischt wird die 35-jährige Engländerin Edie von ihrem 18-jährigen Ich auf eine Reise in die Vergangenheit geschickt. Zu ihrem 35. Geburtstag erhält Edie eine E-Mail, die ihr Leben auf den Kopf stellt. Ihr 18-jähriges Ich möchte wissen, ob sie glücklich ist. Tief in ihrem Herzen weiß Edie, dass weder der Job als CEO im Familienunternehmen noch ihre oberflächliche Beziehung mit Miles das ist, was sie wirklich will. Irgendwo in diesen letzten 17 Jahren ist sie falsch abgebogen und hat ihre Träume aus den Augen verloren. Jetzt schickt eine weitere E-Mail ihres jüngeren, idealistischen und hoffnungsvollen Selbst Edie zurück an einen Ort, an dem nicht nur die Erinnerung an ihre große Liebe Joel auf sie wartet. Ist das vielleicht ihre zweite Chance oder sollten manche Dinge besser in der Vergangenheit bleiben? Love Game von Lynn Painter. Hallie Piper will endlich ihr Leben in den Griff bekommen. Als sie heimlich aus dem Hotelzimmer eines One-Night-Stands schleicht, wird ihr klar, Zeit, erwachsen zu werden. Und weil dazu eine Beziehung gehört, meldet sie sich bei einer Dating-App an. Diese schlägt ihr ausgerechnet Jack Marshall vor, den Mann, mit dem sie besagte Nacht verbracht hat. Jack ist nicht nur unheimlich sexy, sondern bringt sie auch zum Lachen. Aber er kann nicht der Richtige sein, schließlich hatte er sich gerade erst von seiner Freundin getrennt, als es zu der leidenschaftlichen Nacht mit Hallie kam. Also gibt sie ihm via App eine Abfuhr und die beiden schließen eine Wette ab. Wer zuerst die Liebe findet, gewinnt. Dumm nur, dass sie ihre Zeit lieber miteinander verbringen, als mit der Suche nach dem Traumpartner. Secretly Yours von Tessa Bailey. Noch eine Hallie. Hallie Welch war ein Teenager, als sie sich in Julian Foss verliebte und der Beinerkuss im nächtlichen Weinberg seiner Familie war der romantischste Moment ihres Lebens. Doch Julian verließ kurz darauf die Stadt und die beiden haben sich nie wieder gesehen. Bis heute. Julian, inzwischen ein angesehener Geschichtsprofessor, ist zurück auf dem heimatlichen Weingut, um ein Buch zu schreiben und Gatter und Hallie wird engagiert, um die Blumenbeete des Anwesens zu bepflanzen. Vorfreude, Nervosität und Schmetterlinge im Bauch. Das fühlt Hallie vor diesem Treffen. Und Enttäuschung, Wut und Hummeln im Hintern danach. Denn Julian erinnert sich nicht an sie. Nur warum? Antwort, der Bein ist schuld. Musste sie ihm deshalb ihr Herz in einem anonymen Liebesbrief ausschütten. Murder in the Family von Kara Hunter. Möchte ich als Rezensionsexemplar anfragen. Es war ein Fall, der die ganze Nation bewegte und doch nie aufgeklärt wurde. Dezember 2003. Luke Ryder wird ermordet im Garten des Familienhauses in London aufgefunden und hinterlässt eine wohlhabende ältere Witwe und drei Stiefkinder. Niemand hat etwas gesehen. Doch jetzt, Jahre später, werden die Geheimnisse live vor der Kamera gelüftet. Eine Gruppe von Experten untersucht in der True Crime Show Infamous erneut die Beweise, mit schockierenden Ergebnissen. Weiß das Team mehr, als es zugegeben hat? Liegt die Wahrheit vielleicht ganz nahe? Und vor allem, kannst du den Fall vor den Experten lösen? Dieser Krimi ist etwas Besonderes. Durch einen Mix aus Skripten, Zeitungsartikeln, Chatverläufen und Beweisstücken aller Art erhält man Informationen genau zur selben Zeit wie die Experten, sodass man hautnah am Geschehen beteiligt ist und gleich selbst mitermitteln kann. Das ist richtig cool. Für den Thron von Hannah Witten ist ein zweiter Band, deswegen werde ich mich jetzt nicht selber spoilern. Die Auszeit von Emily Rudolph würde ich auch versuchen, als Rezensionsexemplar zu bekommen. Ist ein Thriller. Es sollte die perfekte Auszeit werden. Die Influencerin Victoria Kaplan und ihre 5 engsten Vertrauten wollen in einem abgelegenen Retreat in den Alpen das Leben feiern. Sie sind jung, schön und erfolgreich und die ganze Welt soll an ihrem Glück und Glamour teilhaben. Doch unter der Oberfläche brodeln Spannungen und Geheimnisse. Aus Freundschaft, Liebe und Sex wird Eifersucht, Neid und Hass. Jeder der Anwesenden macht sich verdächtig, auch der Hotelbesitzer Pierre mit seinem Team. Aber das Retreat liegt lange nicht so versteckt, wie alle dachten, und bald zieht ein mörderischer Sturm auf. Things We Left Behind von Lucy Score. Lucien Rawlins ist ein skrupelloser Geschäftsmann, der sich vor nichts und niemandem fürchtet, bis auf vor Sloane Walton, der frechen Kleinstadtbibliothekarin, die Lucien gerade mal bis zur Brust reicht. Denn Sloane und Lucien verbinden nicht nur gut verborgene Gefühle, sondern auch ein altes Geheimnis, das droht, Luciens Rachepläne zu durchkreuzen.
Sloane kann Lucien nicht ausstehen, doch als sie in die Schusslinie gerät, weicht Lucien ihr nicht mehr von der Seite. Und nicht nur die Wortgefechte zwischen ihnen werden hitziger. Dreamland Billionaires 3 von Lauren Asher. Callahan Cain ist frustriert. Um sein milliardenschweres Erbe antreten zu können, muss er einen Sommer im alten Ferienhaus der Familie am Lake Wisteria verbringen und es anschließend verkaufen. Was einfach klingt, stellt sich schnell als unmöglich heraus, als Cal dort auf seine Ex-Freundin Alana trifft, die das Haus für sich beansprucht. Widerwillig geht er einen ersten Schritt auf Lana zu und versucht, eine Einigung mit ihr zu erzielen. Schnell muss er sich selbst eingestehen, dass er dabei ist, sich noch einmal ganz neu in seine Ex-Freundin zu verlieben. Beim Versuch, seine Gefühle zu verdrängen, kommen alte Erinnerungen und neue Geheimnisse an die Oberfläche. Hat Cals und Lanas Liebe trotz allem eine zweite Chance? Sirens von Michael Foss. Regan Seaborn ist 21, liebt das Wasser und verdammt gute Musik. Doch seit dem gewaltsamen Tod ihrer Eltern führt sie ein Leben auf der Flucht. Ihre letzte Station ist London und auch wenn Regan klar ist, dass sie nicht lange wird bleiben können, fühlt sie eine gewisse Verbundenheit mit der Stadt. Dann taucht eines Abends der umwerfend gut aussehende Penn in ihrem Leben auf und stellt es gehörig auf den Kopf. Widerwillig fühlt sie sich mehr und mehr zu dem charmanten Bad Boy hingezogen, doch Penn ist nicht nur auf einen sexy Flirt aus. Er ist der Prinz der Ataga, mächtiger Sirenen und Regan die einzige Überlebende einer alteingesessenen Sirenenfamilie. Und nun brauchen die Ataga ihre Hilfe. Dann kommen noch die Splitterklinge von Jennifer Estep und Season of the Storm 2 Kronos Krieger von El Cosimano, sowie Jade War 2 Magie ist Macht von Fonda Lee. Da werde ich jetzt die Klappentexte nicht vorlesen, weil das wahrscheinlich spoilern würde, nicht nur euch, sondern mich auch. Dann kommt noch Die Burg von Ursula Poznanski. Es hat ihm buchstäblich Unsummen gekostet, doch Milliardär Nevio hat die halbverfallene Burg Greifenau nicht nur einfach instand setzen lassen. Die unterirdischen Geheimgänge, Gruften und Verliese wurden mithilfe modernster Technik zu einer einzigartigen Escape-Welt aufgebaut. Eine künstliche Intelligenz sorgt dafür, dass das Spiel auf jede Besuchergruppe individuell zugeschnitten ist. Ob mittelalterliche Festung, Vampirschloss oder Fantasy-Welt, Burg Greifenau kann alles sein, was sich die Spieler wünschen. Um sein grandioses Werk zu testen, lädt Nevio eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Experten ein. Niemand ahnt, dass die KI längst beschlossen hat, ihr eigenes Spiel zu spielen. Und darin ist ein Happy End nicht vorgesehen. Hüte den Morgen von Bridget Camera ist auch ein zweiter Teil, deswegen lese ich das jetzt nicht genauer vor. Genauso wie Hunting Prince Dracula von Carrie Maniscalco und Never a Hero von Vanessa Lenn. Was ich euch vorlesen kann, ist Actually Yours von Tessa Bailey. Natalie Voss ist auf einem Weinberg aufgewachsen und weiß alles über Wein. Ihr beruflicher Traum ist allerdings eine eigene Investmentfirma. Dafür braucht sie Startkapital, doch an ihre Treuhandfonds kommt sie dummerweise nur, wenn sie verheiratet ist. August Cates gehört vielleicht ein Weinberg, aber er versteht nicht das Geringste von Wein. Er hat das Land gekauft, um den Traum seines toten besten Freundes zu erfüllen. Nur schmeckt Augusts Wein einfach nicht. Und er braucht bestimmt keine Napa Valley Erbin, die ihn beleidigt, um das zu erkennen. Natalie und August können einander nicht ausstehen, aber sie können einander aushelfen. Wenn sie ein paar Monate in einer Zweckehe überstehen, ohne sich gegenseitig umzubringen oder etwas anderes Dummes zu tun, wie miteinander im Bett zu landen. Dann wird noch kommen Das Reich der Spindeln von Victoria Aveyard und Das Reich der Verdammten von Jay Kristoff. Auch da jeweils spätere Teile werde ich jetzt nicht im Detail vorlesen. Und dann kommt noch Finn Air von Kelly M. Parker. Das will ich versuchen, als Rezensionsexemplar zu bekommen. Und das hört sich richtig genial an. Ist nämlich so eine Art Jugendthriller. Emily bekommt die Chance ihres Lebens. Sie darf in Europa an einem Wettbewerb um ein begehrtes Uni-Stipendium teilnehmen. Für sie die Gelegenheit, der Armut zu entkommen. Doch von dem Moment an, in dem Emily und die anderen 11 Teilnehmenden ins Privatflugzeug steigen, ist klar, dass einer unter ihnen für den Sieg alles tun würde. Während Emily noch versucht, den flirtenden Freund ihrer besten Freundin im Blick zu behalten und ihre eigenen dunklen Geheimnisse zu verbergen, gibt es den ersten Toten im Flugzeug. In 10.000 Meter Höhe muss Emily herausfinden, wem sie vertrauen kann und wem nicht. Denn sie könnte die Nächste sein. Dann fehlt noch das letzte Buch in der Das kleine Bücherdorf-Reihe, und zwar Sommerzauber von Katharina Herzog. Möchte ich ebenfalls als Rezensionsexemplar haben. Vintage-Mode und Bücher. Das sind die zwei großen Leidenschaften im Leben von Anne Webster. In ihrer Boutique verkauft sie nicht nur wunderschöne Second-Hand-Couture, jedem Kleidungsstück liegt auch die Geschichte seiner früheren Besitzerin bei. Was niemand wissen darf, Anne schreibt heimlich unter Pseudonym ziemlich bekannte Liebesromane. Als ein großer Verlag auf Anne aufmerksam wird, ist sie überglücklich. Doch die Lektorin möchte ausgerechnet, dass sie die Geschichte des unverkäuflichen Brautkleides in ihrem Schaufenster erzählt. Und somit auch die Geschichte von ihr und Ray, der ihr vor vielen Jahren das Herz gebrochen hat und der nun nach Swinton gekommen ist, weil er die stillgelegte Whisky-Destillerie wiedereröffnen will. Anne muss sich der Vergangenheit stellen, wenn ihr Traum vom Glück wahr werden soll. Und dann würde ich sehr gern auch noch lesen Blackbird Academy, Fürchte das Licht von Stella Tuck. Auch hier lese ich lieber den Klappentext nicht vor, um uns alle nicht zu spoilern. Ich hoffe, euch hat diese Episode genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ja, lasst gerne einen Kommentar da, erzählt mir von eurem Lesejahr, ob Statistiken sind, ob es eure Tops oder Flops sind, auf welche Bücher ihr euch das nächste Jahr besonders freut, was ihr euch für 2024 vorgenommen habt, lasst alles raus. Ich würde mich sehr, sehr freuen, davon euch auch eine Rückmeldung zu bekommen oder ihr verlinkt mir einfach eure Jahresrückblicke oder Jahresausblicke. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Mein Lesejahr 2023 war wirklich richtig gut, fand ich. Und ich freue mich auf das Lesejahr 2024. Jetzt kommt noch eine Auswahl an Versprechern für euch und wir hören uns in der nächsten regulären Episode. Das wird wahrscheinlich die Lesemonatsrückblickfolge sein vom Januar 2024. Bis dann! Und dank ihres Stipendiums an der University of California sowie eines strengen, aber perfekten Zeitplans ist die Eiskunstläuferin
ist die Eiskunstläuferin ihrem Traum so nah wie noch nie. Dann habe ich noch American Crown 2 von Catherine mit... Mann, warum kann ich nicht eine Sache sagen? Anastasia nimmt dem... Was? Ein 12 für 2023 Buch wurde vom Sub erlöst, und zwar das Dschungelbuch von Rudyard Kipling. Das habe ich in der Koppenrad... Das habe ich in der Koppenrad-Schmuckausgabe hier. DAV... Im DAV... Im deutschen Audioverlag, also DAV, erschienen. Das ist die unbequeme Wahrheit, die wir uns stellen. Gemeinsam mit dem Sicherheitsspezialisten Kendra. Sein Frust schreibt er sich anonym auf einem Fanfiction-Forum. Deshalb fiebern und träumern. Während Dasha in den verwinkelten Straßen von New Orleans unerbittlich Jagd auf Hexen macht, kommt ihr Vater Mariquis in die Quere, auf dem ein grausamer Flucht. Was? Quatsch. Kommt ihr Valence Mariquis in die Quere, auf dem ein grausamer Fluch lastet. Nur noch wenige Tage, dann wird Claire Kowalik gefeiert. Und der mit seinen grünen Augen in ihr Innerstes zu blicken scheint. Die Universal Humanitarian. Die Universal Humanitarian Church ist nach außen hin eine friedfertige Organisation, die sich für eine bessere Welt einsetzt. Lainoas Familie gehört nicht zu den Reichen auf Hawaii, und als die Zuckerrohrindustrie zusammenbricht, kämpft sie mit finanziellen Problemen. In einem Baumhaus hoch oben in den Wipfeln eines das auch ganz frisch im Mai erschienen ist, kaum war es bei mir, in der Tür, im Briefkasten. Was? Da ist mir zum Beispiel ins Gesicht gestoßen. Was? Da ist mir zum Beispiel ins Auge gestochen. Nach einem verhängnisvollen Kuss mit dem Dämon Bobby wird Hannah jedoch von Herrschaftskampf... Och Mann! Doch während sie Bücher schreibt, die anderen Orientierung geben sollen, steckt sie selbst in einer Lebenskrise. Um herauszufinden, wer Andvaris königliches Bergwerk ausraubt, begibt sich Gemma mit dem lokalen... Was? Mit dem loyalen... Ich kann nicht mehr. Außerdem ist eingezogen als Rezensionsexemplar Wie Träume bluten von Maggie. Jedes Mal. Nach dem rätselhaften Hilferuf ihres Ex-Kollegen Henderson muss Reynolds abrupt nach Eloise, Wisconsin reisen. Somit habe ich im Juni insgesamt 4266 Seiten oder Minuten und hat nur 311 Seiten. Deswegen habe ich gedacht, oh, kleines kurzes Buch, Was ich nochmal hervorheben möchte, ist, dass die Bilder und Farbgebung hier richtig schön gemacht sind. Wie schon im ersten Band bekommt Hades Blau und Persephone Pink. Der 16-jährige Randy Keppelhoff freut sich schon sehr auf die Sommerferien in Camp Outland, einem Ferienlager für queere Teenager. Mein Gott. Einem Ferienlager für queere Teenager. Warum kann ich das sagen? Scharzat. Joan ist gezwungen, sich mit dem Skrupellosen. Und das macht ihr Leben auf Dauer unerträglich einsam. Erst als sie sich verliebt, wagt sie sich zaghaft aus ihrem Schneckenhaus. Da der Klappentext massiv spoilert. Im letzten Moment kann sie von einem fremden jungen Mann gerettet werden, der sie mit zur sagenumwobenen Geheimgesellschaft Styx nimmt. Mein Gott. Doch reicht das Bündnis mit Athene aus, um Ares aufzuhalten, der die menschliche Welt in Schutt und Atel... Für Neurowissenschaftlerin B ist die Liebe nur ein Neuropsy... Echt jetzt? Ich kann das nicht mehr aussprechen. Für Neurowissenschaftlerin B ist die Liebe nur ein neurophysiologischer Zwischenfall. Für Neurowissenschaftlerin B ist die Liebe nur ein neurophysiologischer Zwischenfall. Hoffnungslos, instabil und der wahre Bösewicht menschlicher Beziehungen, deren neuronale Grundlagen sie erforscht. Alma Obscura, The Secret Society of Styx von Bonnie Eldridge. Charmant, eitel und einfach gestrickt. So kennt die Öffentlichkeit Marcus Kesterup, den Star der weltweiten. Es sollte etwas tiefgründiges, literarisch Hochwertiges sein. Emily Seymour, Totenbeschwörung für Anfänger von Jennifer Alice Jager. Emily Seymour, Tötenbeschwörung. Manu. Emily Seymour, Töten.
Emily Seymour, Totenbeschwörung für Anfänger von Jennifer Alice Jager. Die Pläne scheitern allerdings, als Adeline herausfindet, dass das Fußballteam aus 9-jährigen Mädchen besteht, die Tütüs, die, wie nennt man das, die Tütüs zum Training tragen. Es spielte wieder in Utah, wie der Vorgänger, daher gibt es jetzt für den zweiten Band quasi, hat es jetzt keine. Er spielte wieder in Utah, wo? Oh, mein Gott. Hi, hier ist Uwe Teschner. Schaltet das nächste Mal wieder rein bei Podcast. Entschuldigung, jetzt habe ich den Namen vergessen. Bücherreich. Bücherreich, wir fangen nochmal an. Verpasst nicht den nächsten Podcast Bücherreich. Und dein Name nochmal? Hi, hier ist Uwe Teschner. Verpasst nicht den nächsten Podcast Bücherreich. Oh, ist schon durch. Game Show, der Preis der Gier von Franz... Was aufgrund von Vertrauen... Dann habe ich hier noch die 4 Bücher der Wayfarer. Mann. Und dann habe ich hier noch die 4 Bücher der Wayfarer. Mann. Altan war einst der Thronerbe, bis seine Familie gestürzt und er ins Exil vertrieben wurde. Eine Zufallsbegegnung führt die beiden Einzelkämpfer. Was? Wer ist der andere Einzelkämpfer? Achso. Ahn hat weder Familie noch Vergangenheit. Altan war einst der Thronerbe, bis seine Familie gestürzt und er ins Exil vertrieben wurde. Werden sie ihrem Schicksal entkommen? Der erste Band heißt Die Verräterin. Nein. Wie heißt der erste Band? Nee. Der erste Band heißt Die Gefangene. Wenn Claire und ihre Crew das Wrack. Wenn Claire und ihre Crew das Wrack bergen können, haben sie ausgesorgt. Die Diagnose lautet dissoziative Amnesie. Was sie ausgelöst hat und ob sie umkehrbar ist, wissen die Ärzte nicht. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.